Guten Morgen. Ich möchte unbedingt mehr in der Vergangenheit spielen. Voll geil. Also, Berg mit Silberkrone? Ja. Ja. Wir haben einen... Wir haben jetzt den Leopard getötet und jetzt haben wir dadurch, ein neues Equip bekommen. Vorteile Torso, habe ich geblieben? Nein. Feinde entdecken. Feinde brauchen länger, um Lara zu entdecken, um als Bedrohung zu identifizieren. Identifizieren. Vorteile Beine. Lautlose Bewegung. Rennen ist leiser, wodurch Lara schwieriger ist zu entdecken. Aber ich möchte dir finden, aber da fehlt mir noch eins. Einmal die Adlerfedern. Voll ärgerlich. Wir lassen das erstmal an. Ist okay. Als Art Trophäe. Und ich finde es super. So, warte mal. Wir haben wie viele Fähigkeiten? Wir haben 2 Fähigkeitspunkte, sehe ich gerade. Das kostet 3. Wir können ja mal wieder was hier in den Bogen reinhauen. Erhöht die Zeit des genauen Zielens bei aufgeladenen Schüssen. Das hört sich gut an. Nehme ich gerne. Sie fallen nie, wenn sie an Kanten greifen. Schnellere Reaktionszeit und fallen im Kampf mit Feinden. Nice. Drücken Sie es hier. Reduziert erlittenen Schaden und tiefer Schutz. Okay, nett. Aber ich glaube, wir nehmen das hier. So, dann haben wir auch schon keine Fähigkeitspunkte mehr. Dann würde ich sagen, ich mache mal was ganz... Was hält der Dschungel wohl heute für uns bereit? So, Jonah, wo geht's hin? Wo die wilden Zwillinge sich finden. Huak Yaku. Alternative Outfits. Ja, das wissen wir ja schon. Das haben wir schon. Wir müssen also da zurück. Ich möchte noch gar nicht zurück. Ich möchte euch hier zurück hier weiter erkunden. Weil wir haben hier hinten ja noch was. Warte mal. Bevor wir da lang gehen, ich möchte bitte erstmal weiter erkunden. Da oben ist ein Nest. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, da eine Adlerfeder... Ah nee, das ist ein Busch. Wow, das war nur ein Busch. Ich dachte, das ist ein Nest. So, nice, okay. Federn, aber es sind wahrscheinlich keine Adlerfedern, ne? Ui, was haben wir hier Schönes? Wir haben... Darf ich? Oh mein Gott, darf ich bitte looten? Hallo, Spiel, danke. Wir haben da oben noch was, wir haben hier überall was. Warte mal. Ich drücke immer M für die Karte, das ist doof. Ah nein, wir haben das schon übersehen einfach nur. Und da haben wir auch noch ein Camp. Oder wo bin ich jetzt? Die Karte ist ein bisschen unübersichtlich, wenn ich ehrlich bin. Oder ich sehe einfach noch nicht ganz so durch, wie ich soll. Hier ist noch ein Kadaver. Da haben wir mal Haut. Sehr schön. Wir hatten hier oben ja auch noch einen Busch. Da gehe ich jetzt nicht unbedingt hoch. So, ich muss leider die Tiere töten, weil die uns halt leider... Da komme ich nicht ran. Ernsthaft? Wow, okay. Never mind. Hier hinten ist gar nichts. Wir müssen zurück. Wir haben da hinten irgendwo einen Brief übersehen. Okay, ich will nochmal kurz zum Lagerfeuer. Wo ist denn das Lagerfeuer? Da hinten. Und gucken, ob wir uns das andere Outfit beziehungsweise die... Jonah. So, warte mal. Hier. Da. Nein, wir brauchen also eine Adlerfeder. Normale Federn helfen uns nicht weiter. Schade. Gut, Jonah, dann wir können von mir aus, wenn du Lust hast... Was ist denn hier? Achso, ich dachte, hier ist eine Höhle. Ganz gerne zurückgehen. Habe ich kein Problem damit. Du müsstest mir allerdings wieder helfen, okay? Dankeschön, Jonah. Danke. Liebe geht raus. An Jonah. So, gehe ich oder willst du? Du, okay, nice. Kann man die ganze Zeit so schräg halten? Nein. So. Wahrscheinlich muss ich die Kamera mal wieder doch ein bisschen weiter zu mir drehen, weil ich hier so nicht gucken könnte. Sieht nur von einer Seite, ist das ein bisschen doof. Naja. So, warte mal. Eigentlich müsste doch hier... Genau, da drüben ist diese eine Trophäe. Wir wollen mal ganz kurz hier rüber, bevor wir gleich weitergehen. Genau, wir sind nämlich wieder jagen. Erlegen sie und häuten sie Tiere, um Ressourcen zur Herstellung von Ausrüstung zu... Ja, das weiß ich. Danke. Hier ist nämlich noch was. Ja.
Ein Fähigkeitspunkt, sehr schön. So, dann wollen wir wieder zurück. Weil wir haben hier drunten nämlich auch noch was, was wir auch noch übersehen haben. Wo kommen wir denn hier hin, wenn ich hier lang gehe? Warte mal. Da ist ja immer noch was. Was habe ich denn da jetzt noch übersehen? Ich glaube, das ist ein... Was habe ich da gerade getötet? War das ein Papagei? Ups. Ich wollte kein Papagei töten. Oh, hier. Nice Video kommt. Warte mal, was? Das ist eine Kamera der X700-Serie. Sam hatte so eine und ich war unglaublich neidisch. Sie ist genau das Richtige für eine Expedition auf der Suche nach vergessenen Monumenten oder Zivilisationen. Außerdem beweist sie, dass jemand nach den 80er Jahren hier war. Ja. Selbst wenn die Moderne über sie spottet, können manche Legenden die Menschen immer noch inspirieren. Okay, wir haben wieder einen versteckten Hinweis. Der ist irgendwo... Das Objektiv hat einen Sprung. Es sieht fast so aus, als wäre es von irgendeinem Projektil getroffen worden. Warte mal, wo hat das hier einen Sprung? Ja, hier hinten hat es einen Sprung. Ja, aber warum... Hier vorne hat es doch... Okay. Warum vorne hat es doch gar keinen Sprung? So, warte mal, wo habe ich denn jetzt den Dings genatzt? Okay, ich dachte, das ist das. Du bist aber ein Papagei, ne? Du gibst mir jetzt wahrscheinlich keine Adlerfedern. Okay, haben wir die Sache wenigstens auch geklärt. So, Jonah. Ich weiß, dass ich da lang kommen soll. Ich komme auch wieder zurück. So. Wir haben von immer noch eine... Hallo. Okay, die Kamera ist mir einfach viel zu schnell. Genau. Wahrscheinlich können wir zu diesen Basislagern auch schnell teleportieren. So als Art Schnellreisepunkt. Jacks Tagebuch. 18. Juli. Das erste, was ich heute Morgen sah, war mein Vater, der sein Taschentuch mit beiden Händen fest umklammerte. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er ohne ein einziges Blinzeln in Rawleys Richtung. Er war von uns gegangen. Seine Wunden hatten sich vor einigen Tagen infiziert und schon kurze Zeit später war das Fieber ausgebrochen. Zwischen kalten Schweißausbrüchen, gequälten Schmerzenslauten und verwirrtem Gerede hatte Rawley immer wieder darauf bestanden, weiterzugehen. Vater versuchte zwar, ihn davon zu überzeugen, kehrtzumachen und uns allein weitergehen zu lassen, aber Rawley hatte eines unmissverständlich klargestellt. Ihn zurückzulassen würde seinen Tod bedeuten. Also setzten wir unseren Weg fort. Wir waren weiter von jeglicher Zivilisation entfernt als je zuvor und trotzdem waren wir so töricht, uns weiter voranzuschleppen. Auf Wiedersehen, alter Freund. So, es geht weiter. Aber wir haben hier noch was. Danke. Dann haben wir hier schon alles, ne? Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Sehr schön. Und wir müssen hier hinten weiter. So, wollen wir mal hier runter. Der Amazonas. Mit seinen wildesten... Da ist ein Haus. Oh, Lara! Danke. Ich weiß, dass ich dahin soll. Bevor ich dahin gehe, gehe ich da erstmal in das Haus hinein und will mir ein bisschen angucken, was da drin ist. Bergungsgut. Okay, davon haben wir auch schon einiges gefunden. So, wir haben hier ein Haus. Das können wir doch bestimmt aufmachen, oder? Ja, komm, Lever. Schaffst du. Perfekt. Danke. Eine Karte. Sehr schön. Archivkarte. Was bringt mir die Archivkarte jetzt? Genau, wir haben davon 5 von 9, 0 von 1. Die Säule, die wir gesehen haben, die war ja... Mann, lass mich doch frei mit auf der Kamera. Hallo. Warte mal. Da steht aber auch schon. Wie soll ich da hinkommen? Ein Grab. Genau. So, warte mal. So, seid ihr nun Schnellreise. Oh, das regt mich gerade ein bisschen. Habe ich gerade auf Stream beendet geklickt? Nein. Oh, das war close. Ich bin gerade aus dem Spiel rausgegangen und hab da drüben. Oh, fuck. Ich. Mann. Alter, ist das nervig. Also ihr seid keine Schnellreisepunkte. Okay, das wollte ich wissen. Warum? Alter, das ist nervig, ne? Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So haklich. So, ihr... Wir machen einfach weiter, bevor mich das gerade ein bisschen aufregt.
Gut. So, egal. Wir müssen eh dahinter. Ich möchte aber ganz gerne alles hier mitnehmen. Da ist eine Straße. Die sehen wir uns an. Was ist los? Scheiße, Trinity. Runter. Verdammt. Truck steckt fest. Das sehe ich. Was machen wir dagegen? Los, mir nach. Woher soll ich das denn wissen? Was machst du da? Zurück. Verstecken. Du bist doch der Logistiktyp, oder? Ich bin nicht auf eine verfaulte Brücke gefahren. Oh, die haben einen MG. Anhalten! Ich hab sie. Warte, das sind Verbündete. Jemand aber halt mal die Augen nachsehen. Offen. Ich mach schon. Hier abstellen. Na dann. Riegelt den gesamten Bereich ab. Ja, Sir. Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir es auch. Ja, ich hoffe doch nicht. Wann wurde das Ding zum letzten Mal gewartet? Überall Rost. Lass dich nicht ablenken, Mendes. Die haben uns gesehen. Tag! Und wir sind beide tot. Okay, das war... Ich wollte euch den Tod zeigen. Jemand sollte mal nachsehen. Ich wollte euch nur den Tod zeigen. Riegelt den gesamten Bereich ab. Haben wir das jetzt auch gesehen? Dann schwimmen wir jetzt erstmal wieder richtig. Also wir können da vorne lang und hinter uns können wir auch nicht weiter. Das heißt, unser einziger Weg, den wir gehen können. Wonach suchen wir hier? Nach allem, was sich bewegt und was sich nicht bewegt. Haben Sie die Reliquie immer noch nicht? Das war knapp. Wir müssen wahrscheinlich das MG ausschalten. Warum nicht? Du wärst ein Held. Dann wäre ich wahrscheinlich tot. Nein, danke. Da halte ich lieber nach Feinden Ausschau. Weniger reden, mehr aufpassen, meine Herren. Steht sofort auf. Na dann. Du bist auch tot. Lautlos, Kehl, gibt uns einfach mal mehr Erfahrungspunkte. Wo ist denn der MG-Heini da oben hin? Der ist ja weg. Es ist ruhig. Was macht dein Team gerade? Ich sehe nach. Tot sein. Wir zahlen nicht für Sightseeing. Wir müssen verschwinden. Ja. Wir kennen den Haupttempel. Jetzt suchen wir kleinere Ruinen, die wir bisher Warte. Übersehen haben. Okay. Davon sind aber noch drei. Ich fürchte, wenn wir ihn bewegen, war es das. Wir werden die Brücke verstärken müssen. Wir müssen das Ganze. Warum hast du die Brücke nicht überprüft? Das war knapp. Oh, wir haben die Brücke bestimmt vorher überprüft. Warum? Okay, er sieht uns nicht. Das finde ich gut. Wir könnten ihn rausziehen. Okay, vielleicht. Lass mich mal nachdenken. Die müssen doch gleich sehen, dass ihre Leute tot sind, oder? Ich meine. Du gehst nach links. Die übernehme ich. Was in Gottes? Versteck dich. Dave? Sammy? Mhm. Sie sollten zuerst die Brücke prüfen. So das ein sind Drecks. Also zwei Dave. Stärkere. Kann ich ihn gleich lautlos töten? Geht das? Ich meine, noch habe ich nicht die Anzeigen. Wir probieren es. Aber er guckt halt die ganze Zeit auf mich. Aber Angst, jetzt hier weiterzulaufen und dann tot zu sein. Jetzt. Da drüben. Jonah? Fuck. Ich muss schnell zu Jonah. Ich muss ganz schnell. Jonah, ich komme. Du darfst jetzt. Jetzt. Ja. Perfekt. Wir haben eine neue Waffe. Oh nein, das kannst du dir abschminken. Leck mich! Halt! Oh. Danke. Bist du okay? Ja. Nimm das. Wir haben zwei neue Waffen. Sehr schön. Hoffentlich waren das die letzten. Warum nimmt Jonah nicht die... Ja. Wie kommen die hierher? Weaker Mark 2. Keine Ahnung. Nicht gerade die Zivilisation, die ich mir erhofft hatte.
Das kann ich mir vorstellen. Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Ich soll denn dahinter? Bevor wir dahinter gehen, ihr kennt mich nicht anders. Erstmal alles looten. So, warte mal. Wie können wir die Waffe denn wechseln? Auf dem Mausrad können wir. Also wir haben ein bisschen Schuss. Wir haben jetzt eine Pistole, wir haben eine Schnellfeuerwaffe und wir haben. Können wir die eigentlich noch looten, die wir hier. Ja. Ah, Munition ist voll. Aber wir können das andere mitnehmen. Wo ist denn der gestorben? Aber wo habe ich den getötet? Genau, wir einen haben wir ja hinten runtergezogen. Okay, den können wir gar nicht mitnehmen. Okay, egal. Dann wollen wir doch gleich mal weitermachen. Ich sehe jetzt hier auch weiter nichts. Ich kann nochmal F4 drücken. Und da sieht es aus, als würde ich sterben, wenn ich da versuche runterzuspringen. Hier kann man natürlich nicht lang. Hier ist eine Levelbegrenzung, was ziemlich schade ist. Naja, okay. Dann würde ich sagen, wir... Achso. Gehen einfach mal zu unserem Marker. Das heißt, er verheilt. Ich glaube, es war besser, als er verletzt war. Oh, ich weiß. Ich will gar nicht an meinen Rücken denken. Weißt du, meine Großmutter hat in den 60ern einen Tsunami überlebt. Was ist passiert? Sie hat Freunde verloren. Ihre Familie das Geschäft. Aber danach konnte sie Dinge vorhersehen. Vulkanausbrüche, Stürme und andere Dinge. Und jetzt aber das schaffen wir, oder? Jonna, schaffst du das auch? Traust du dich das? Ja. Okay, das ist aber nur... Wir müssen weiter in diese Richtung. Hier ist nochmal Bergungsgut und so weiter und andererseits. Aber ich denke mal, dass auch wenn wir jetzt die Pistole haben und die Schnellfeuerwaffe... werde ich glaube auch viel auf dem Bogen bleiben, weil ich einfach Bock auf den Bogen habe. Hier ist noch was, sonst haben wir alles soweit, ne? Ich hoffe es einfach mal, dass wir alles haben. Peint aber so. Gut, wir müssen hier vorne durch. Brennbare Barriere im weißen Stoff gewickelt oder... Okay, wir können also einen Molotow wahrscheinlich dagegen werfen. Okay, wie können wir das jetzt anzünden? Wie können wir jetzt... Aber wie können wir jetzt Feuerpfeile machen? Das war's. Warte mal, wie habe ich das jetzt gemacht? Ah, mittlere Maustaste. Okay, nice. Oh, oh, sehr schön. Komm schon, gehen wir. Eine Idee, was die Zwillinge sein könnten? Das kann alles sein. Oh, wir sind gleich da. Zwei Denkmäler oder Berge oder Flüsse. Ich nehme an, wenn wir es sehen. Ja. Wenn wir es sehen, bestimmt. Aber dafür müssen wir erstmal dahin kommen. Und ich denke, dass uns definitiv noch Feinde erwarten, da unten oder? Da sind Leute. Hoffentlich freundlich. Du übernimmst das Reden. Ob die gesellig sind? Weißt du, wo wir in der Nähe die Nacht verbringen könnten? Wie seid ihr so tief in den Dschungel geraten? Habt ihr eure Reisegruppe verloren? Nein. Vor euch waren schon ein paar Leute hier. Die haben nach Ruinen gesucht. Gehört ihr zu denen? Trinity. Definitiv nicht. Ah, ich brauche eh eine Pause. Kommt mit. Tut mir leid, dass ich so viele Fragen stelle, aber die einzige Unterkunft in dieser Gegend hier ist meine. Man kann nicht genug aufpassen. Noch übrigens, ich bin Jonah. Abby. Lara. Kommt rein, setzt euch. Carlos, drei. Also, was genau wollt ihr denn hier? Tja, wir sind abgestürzt, als wir ein Rätsel lösen wollten. Mit dem Flugzeug? Ja. Und ihr habt das unverletzt überstanden? Naja, wir sind ziemlich tief geflogen. Wir sind auf der Suche nach Maya-Ruinen. Maya. Ihr wisst schon, dass ihr in Peru seid. Ja. Ja, lange Geschichte. Oh. Danke. Tja. Du siehst nicht unbedingt wie ein typischer Archäologe aus. Oh, sie ist die Archäologin. Ich bin nur der Koch. Ach, echt? Ja.
Hast du schon mal unsere Ceviche probiert? Ist hier eine Spezialität. Nein, außer die wachsen im Dschungel. Hast du etwa unsere berühmten Fischbäume nicht gesehen? Naja. Wo habt ihr das her? Mexiko. Mhm. Wieso? Ich habe dieses Symbol schon mal gesehen. Wo? Hier in der Nähe sind ein paar Ruinen und ein kleiner Felsbrocken dort trägt ein ähnliches Zeichen. Dürfte ich mir das vielleicht mal ansehen? Ach, aber klar, doch ich sage euch, das ist nicht von den Maya. Mein Volk sind die Inka und darauf sind wir stolz. Hm. Oh, ach, wieso ruhst du dich nicht ein bisschen aus? Bist du sicher? Ich hab dir einen freien Tag versprochen. Ich wäre ja blöd, wenn ich das ablehne. Viel Spaß. Dir auch.